Oder? Ja, an alle Frauen auf dieser Welt. Ich heiße Salvatore, man kennt mich. Mi chiamano Salvatore, tutti lo sanno. E per quelle che non lo sanno, io voglio sapere dove sono le monete. Ja, ich meine, was kann ich einer Frau anbieten? Gefühle, Zärtlichkeit, Pünktlichkeit. Obwohl, Haushalt führen möchte ich nicht. Ja gut, zuverlässig bin ich, Zuverlässigkeit, ja und bin halt Italiener, ne, und Italiener ist es logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung kaputt geht, ist groß, minimal, schneidet man dann noch weg, ne? Ja und ich bin groß, 1,80 Meter. Ich wiege momentan 100 Kilo. Ja, meine Kontonummer sage ich nicht. Es gibt nichts zu holen. Ja, und oh, ja, das sind unsere Sportler. Gesundheitlich gesehen wunderbar. Das hättest du gemessen, oder? Mountainbike, die machen Sport. Ja, wie gesagt, an alle, die so zu viel Geld haben, spendet bitte an mir. Denn ich will mir ein Ferrari kaufen. Und immer, wir sollen nicht vom Thema abgehen. Wie kann sich ein Mensch sich erlauben, finde ich, einen anderen Menschen zu betrügen? Ja, was meine ich damit? Ja. Die Moneten. Wie kann man die Moneten, die Frechheit besitze, die Monete einfach abstauben. Na, so geht's. Das geht. Menschen, die sich sowas erlauben, die sind charakterlos. Die haben für sich selber keinen Respekt. Auf der Berge laufen. Meinst du, dass die Digitalkamera hat ein Objektiv, ein Näherungsobjektiv oder was? Das ist eine stinknormale Kamera. Oh, Picciotto in Sicilia, vi saluto. Quando c'ho tempo scendo, mi faccio quattro manciate di pesce a Porticello. Ah, sì, Porticello. Come mi manco. Ich bin ja gebürtiger Sizilianer, ne? Und als Sizilianer bin ich hier fehl am Platz. Ist eindeutig. Oh, ich habe was gefunden. Ja, lieber nicht. Ist, dass da noch ein paar Köpfe drin sind. Mach Schnitt.